Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Ist das die Häuptling? Ja, das ist Chef Ratukoka, Sir. Ich grüße den ehrenwerten Häuptling Ratukoko und freue mich, mit Ihnen Geschäfte machen zu dürfen. Häuptling, bitte euch zu ihm setzen zu. Die Träger sollen ihren Rucksack öffnen und Ratukoko die Tauschgute zeigen. Kochtopf, Messer, Angelhaken, Radio zu aufsehen. Ratukoko will die Sherry-Cola. Die hat bestellt. Kriegt ihr? Teufelsfrucht. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tom Hillenbrand. Bearbeitung und Regie Martin Engler. Musik Matthias Trippner. Suko, sage ihm, dass ich von die lange Reise etwas hungrig bin und gerne eine Chapa probieren werde. Mr. USA, so ungeduldig, sagt Ratukoka. Schwarzbaumann ist nicht so. Bitte, probieren Sie diese. Das ist gut. Na, das ist was. Oh, that's fantastic. Fuck, that's good. Oh. Alles okay, Sir. Alles ist sehr gut, Soko. Das geht mir sehr gut. Oh, lecker. Thank you. That's good. Er sagt, er möchte ein Päuschen machen. Kannst du den Hauptgang schieben? Geht. Jacques, mocht er die Pastete? Er hat beide Scheiben aufgegessen und die ganze Soße aufgetunkt. Ich stelle den Hasen warm, verschiebe das Andicken der Soße und kontrolliere stattdessen automatisch meinen Posten und dann den von Claudine. Was die Mise en Place angeht, bin ich äußerst eigen. Wie sieht denn das hier aus? Das ist ein Werkzeugkasten, das ist das A und O. Wenn dein Posten durcheinander ist, kochst du durcheinander. Alles griffbereit, portioniert, abgemessen. Der Typ hat nun lange genug pausiert. Ich hole die Kasserolle aus dem Ofen. Timing ist jetzt wichtig. Sobald ich den Bratensaft passiert habe, füge ich Johannisbeergelee und kalte Butter hinzu. Binnen weniger Sekunden bekommt die Soße dadurch eine sämige Konsistenz. Dann muss der Hasenpfeffer schnell auf den Tisch. Und Mehl. Claudine, brätst du mir für die Garnitur Speck und Pilze an? Verpacken. Oh, Jacques, jetzt sag mir nicht, dass die vier noch länger mit dem Hosenzibi warten wird. Ich bin schon bei der Soße. Vergiss den Hasen. Was ist denn los, Jacques? Ist der abgehauen oder was? Nein, Xavier. Er ist tot. Didier Manderscheid, guten Abend. Was können Sie mir über den Toten sagen, Monsieur Kiefer? Nicht viel, Monsieur le Commissaire. Kein Stammkunde, war zum ersten Mal hier. Sie wissen also nicht, wer der Mann ist? Hm? Für wen er arbeitet? Gearbeitet hat? Nein, aber eine Vermutung habe ich. Ah, alors? Ein Tester, ich sag's Ihnen. Sie haben ein gutes Näschen. Nach Angaben unserer Kollegen in Paris heißt der Tote Agathon Ricard, ist 42 Jahre alt und arbeitet für den Guide Gabin. Der Ihnen sicherlich ein Begriff ist. Natürlich. Der Gabin. Das blaue Buch gilt weltweit als Bibel der guten Küche. Hoher Besuch für einen. Wer einen, zwei oder gar drei Sterne verliehen bekommt, muss sich um Reservierungen fortan keine Sorgen mehr machen. Wer von den Gourmetpriestern des Gabin hingegen exkommuniziert wird, verliert nicht nur sein Gesicht, sondern auch den Großteil seines Umsatzes. Herr Kiefer, in Ihrem Restaurant ist ein Mensch gestorben. Und der Polizeiarzt bezweifelt prima facie, dass ihn aus heiterem Himmel der Schlag getroffen hat. Sie meinen, er wurde ermordet? Die Obduktion steht noch aus. Aber dass ein Gastrokritiker des berühmtesten Gourmetführers der Welt in Ihrem Restaurant tot zusammenbricht, soll sieht das nicht heißen, gut für Sie aus. Sie verdächtigen mich? Ich muss sich verdächtigen, weil es in der Routine. Lächerlich. Warum sollte ich einen Tester vergiften? Weil er eine vernichtende Kritik über Ihr Restaurant zu verfassen gedacht hat? Der Gedanke ist absurd. Außerdem hat er seinen Vorspeisenteller leer gegessen und die ganze Soße aufgetunkt. Das scheint ihm also geschmeckt zu haben. Prima facie. Sehr unentrüßend, aber ah, merci. Monsieur Kiefer,
Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich Sie bitten muss, Luxemburg nicht zu verlassen. Hätten Sie freundlicherweise eine Karte des Zwokirsche für mich? Sicher, Claudine. Haben Sie Ricard auch so eine gegeben? Nein, die gibt es standardmäßig erst mit der Rechnung. Interessant. Somit stellt sich allerdings die Frage, wieso die hier in seinem Auto lag. Eddie, Herr Kiefer. Ich weiß nicht recht, was ich jetzt tun soll, Pekka. Du kannst erstmal gar nichts machen. Die Polizei ist am Zug. Ein feiner Tropfen. Hm. Tasselbach bei Sept Fontaines, 5000 Flaschen im Jahr. Schwer zu bekommen. Meiner Ansicht nach der beste. Trink aus, das beruhigt. Pekka Vatanen, Beamter der Europäischen Union. Wangen und Nase etwas gerötet. Kein Sonnenbrand, sondern die geplatzten Äderchen eines Kampftrinkers. Der Schwenker des Finnen ist schon wieder leer. Schenk uns nach, mein Freund. Erst wenn ich etwas zu beißen habe, sonst haut es mich um. Ich gehe kurz durch die Gartentür in die Küche und packe französische Oliven, einige Saucisse, ein Baguette und ein Glas Confit de Moulard mit einem Stück Räucheraal und einigen frisch gepflückten Tomaten aus dem Garten auf ein Tablett und dann zurück zu Vatanen. Bergele Beuke. Gibis. Sagt der Finne, wenn er sowas wie Prost meint. Für mich bist du aus dem Schneider. Oh, du mein Leibkoch, ich spreche dich frei. Ach, Pekka. Ich verstehe immer noch nicht, was der Gabin-Mann bei mir eigentlich wollte. Von wem hat er die Visitenkarte? Ruf doch direkt beim Gabin an und frag nach dem Chefredakteur. Eine Chefredakteurin, soweit ich weiß. Also, trink Eau de Vie von Tasselbach und lass dir von mir ein paar finnische Volkslieder beibringen. Mit leichtem Gepäck und schwerem Obst lag Kater in Paris angekommen. Auf dem Charles de Gaulle verirre ich mich immer. Am Morgen hatte ich trotz des gestrigen Tasselbach-Missbrauchs die Nummer des Guide Gabin herausgesucht und mich nach dem dritten Espresso zu einem Anruf durchgerungen. Madame la Redaktrice en Chef ist den ganzen Tag nicht zu erreichen und auch in der kommenden Woche gestaltet sich die Sache außerordentlich schwierig. Erst als ich den toten Agathon Ricard erwähnte, versprach die Stimme, meine Nachricht umgehend weiterzuleiten. 5 Minuten später hat sie zurückgerufen. Monsieur Kiefer, Madame Gabin würde sehr gerne mit Ihnen sprechen, persönlich. Passt es Ihnen heute Abend gegen 9 Uhr? Kennen Sie das Pierre de Couchant? Na, die Eile? Dass mich die Gabin-Chefin persönlich würde treffen wollen, hatte ich nicht erwartet. Die Wahl des Restaurants überraschte ebenso. Entschuldigung, es hat etwas gedauert, Xavier. Ja, Pekka, mach hin, ich muss... Ihr Vater war der Verlagschef bis 2005. Dann traf ihn der Schlag. Vermutlich eine berufsbedingte Foie Gras-Vergiftung. Pekka! Schon gut. Auf jeden Fall erbte sie den ganzen Kram, als der Alte mit 54 starb. Was, ihr gehört der Gabin? Zu 75,1%. Guide, Reiseführer, Zeitschriften und allerlei anderes Zeug. Sie ist Geschäftsführerin, Verlegerin und Chefredakteurin. Ja, danke, Pekka. Du hast was gut. Sieh zu, dass du deinen Laden wieder aufsperrst. Ja, ha. Monsieur, bonjour, suivez-moi, s'il vous plaît. Ceci est la table de Madame Gabin. Sie ist noch nicht eingetroffen. Einen Apéritif für Monsieur? Als ich mich umblicke, sehe ich draußen eine junge Frau von einem Mountainbike steigen. Die langen Beine stecken in einer perfekt sitzenden Jeans. Der äußerst attraktive Rest bis zum Hals in einem weißen Stretch-Top. Kein Schmuck. Langes, hellbraunes Haar. Monsieur Kiefer? Ja. Ich muss mich entschuldigen, ich bin etwas spät dran. Es ist mir eine Ehre, Madame. Danke, dass es so schnell geklappt hat, Monsieur Kiefer. Ich hoffe, Sie fühlen sich nicht herbeizitiert. Oh nein, nein, nein. Ich komme immer gerne nach Paris. Zudem ist mein Restaurant zurzeit ohnehin geschlossen wegen der Spurensicherung. Agathon, er war einer unserer Besten. Ja, ein Trüffelschwein, ein Jäger, immer auf der Suche nach kulinarischen Entdeckungen. Mir ist allerdings noch nicht ganz klar, was genau er in Ihrem Restaurant wollte. Les Deux Églises? Ja? Wir sind kein Sterne-Aspirant. Ja, das stimmt. Wir machen keine Haute Cuisine. Ich habe mir deshalb schon die gleiche Frage gestellt wie Sie, Madame Gabin. Können Sie mich bitte Valérie nennen? Ich komme mir sonst zu alt vor. Also, Valérie, Xavier, wenn Sie möchten.
Um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir hatten noch nie einen Stern und ich habe auch gar keine Ambitionen in diese Richtung. Ich weiß einfach nicht, warum Agathon Ricard in meinem Restaurant war. Valérie Gabin schaut mir ein paar Sekunden lang in die Augen, als suche sie dort nach etwas. Sie haben nichts damit zu tun. Es ist verrückt, oder? Seit wann bringt denn jemand Restaurantkritiker um? Ich weiß, was Sie jetzt denken. Und was denke ich? Dass es so manchen Kritiker nicht schade wäre. Der Kellner bringt eine Bouillabaisse mit geröstetem Brot und Rouille für Valérie Gabin. Und für mich die Hausspezialität. Einen im ganzen Stück gegrillten Schweinefuß mit Pommes frites. Wieso sind Sie eigentlich kein Sternekoch? Muss es denn immer Haute Cuisine sein? Nein, nein, nein. Aber Sie haben den wichtigsten kulinarischen Nachwuchspreis Europas gewonnen. Ihr Weg war vorgezeichnet, Xavier. Der alte Boudier, das ist mein Lehrmeister, hat es bis heute nicht überwunden, dass ich der sogenannten Spitzenküche den Rücken gekehrt habe. Valérie hat wunderschöne große Augen. Sie werden immer größer. Sagten Sie gerade Boudier? Paul Boudier? Ja. Ihm gehört das Renard Noir in Châlons-en-Champagne. Dort habe ich meine Lehrjahre absolviert. Was ist denn mit Boudier? Ricard war bei ihm zum Essen. Am Tag, bevor er starb. Bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung. Gibt es eine Verbindung zwischen dem toten Tester und mir? Führt sie über Boudier? Und wenn ja, warum? Ich muss Boudier sprechen. Sofort. Persönlich. Bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung. Schnauze! Das Giebelwerk des Renard Noir besteht nur noch aus einigen verkohlten Balken. Das einst so imposante Gebäude erinnert an eine Karkasse, an einen ausgeschlachteten Kapaun, von dem verfressene Gäste nur ein paar Knochen übrig gelassen haben. Bonsoir. Monsieur, dies ist ein abgesperrter Tatort. Ich bin Kommissar Pierre Vasco, Police Judiciaire. Vos papiers, s'il vous plaît? Ja, klar, bitte. Ich bin mit Paul Boudier befreundet, dem Besitzer dieses Lokals. Das Restaurant Ihres Freundes ist in der Nacht auf Dienstag abgebrannt. Die Spurensicherung hat keine Leichen gefunden. Das war vor 4 Tagen. Am Dienstagabend war Ricard bei mir im Deux Églises. Sie kannten Monsieur Boudier sehr gut, ja? Ja. Dann können Sie uns sicherlich einen Hinweis geben, wo er sich aufhalten könnte. Nein, ich fürchte, nein, nein. Er ist nämlich seit der Brandnacht verschwunden. Früher hatte er eine Wohnung südlich von hier in... Da waren wir bereits. Und dort ist er nicht. Es sieht so aus, als hätte sich Ihr Freund, der Sternekoch, in der Nacht auf Dienstag aus dem Staub gemacht. Aus dem Staub gemacht? Sie meinen... Dass er den Brand gelegt hat, ja. Viele spricht dafür. Das ist doch absurd. Wieso sollte einer von Frankreichs angesehensten Köchen sein eigenes Restaurant abfackeln? Nein, die logischste Begründung ist doch wohl, dass Paul Boudier selbst das Opfer eines Verbrechens geworden ist. Monsieur Kiefer, Sie können jetzt gehen. Es wäre doch sehr freundlich, wenn Sie uns eine Nummer hinterließen, unter der wir Sie erreichen können. Was ist denn mit dir passiert? Du bist schwarz wie ein Provinz-Othello, wie du stinkst. Ja, Pekka, ja, nach altem Fett und Ruß im Dunstabzug. Ja, das kommt, komm rein, setz dich. So, hör zu. Agathon Ricard war bei Boudier, meinem Lehrmeister, am Abend, bevor er hier starb. Boudiers Lokal, das Renard Noir, ist abgebrannt. Paul Boudier tot, untergetaucht. Hat er etwas mit dem Mord an Ricard zu tun oder ist er selbst einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Ich bin unbemerkt nach Saint-Martin gefahren. Dort hat Boudier vor langer Zeit ein kleines Bistro betrieben, bevor er das Renard eröffnete. Offiziell gilt das Lokal seitdem als leerstehend. In Wahrheit benutzte Boudier die Küche des Etablissements aber weiterhin als Kochlabor. Hm, verstehe. Leicht paranoid, der alte Knabe, was? Ja. Erzähl weiter. Hinter dem Haus, unter einigen Gartengeräten und etwas Laub verborgen, befindet sich eine Falltür, über die man Vorräte in den Kellerraum schaffen kann. Chateau Figeac. Die Geheimküche ist im 1. Stock über dem Gastraum. Der Schlüssel liegt unter dem abgewetzten Treppenläufer. So geheim, nicht einmal Fenster gibt es. Ach, da hat vor kurzem jemand gekocht.
auf der Arbeitsplatte in der Mitte des Raumes unverkennbar Boudiers Mise en Place. Und es hätte genauso gut meine eigene sein können. Alles war exakt so angeordnet, wie ich es seit meiner Lehrzeit kannte. Verstehst du? Gespenstisch. Die Hintertür. Jemand muss das rostige Schloss aufgebrochen haben. Licht aus. Durch den Dunstabzug aufs Dach ist meine einzige Chance. Als ich auf den Herd klettere, fällt mir diese Tupperdose auf und ein Vorbehälter. Ich greife mir beide und zwänge mich ins schwarze, fettige Loch. Bravo. Ein richtiger Detektiv hätte nach der Flucht durch den Kamin auf dem Dach ausgeharrt, hätte sich das Autokennzeichen der Männer notiert, hätte sich gemerkt, wie sie aussahen. Und du hast zwei mysteriöse Tupperdosen erbeutet. Was ist denn drin? Eine Art Frucht. Es ist schwer zu erklären. Hier, probier mal die Suppe, dann wirst du es verstehen. Na, was gibt es denn, wenn ich mal argwöhnig fragen darf? Doch nicht etwa diese fettige Luxemburger Bohnensuppe. Bohneschlupp ist eine Delikatesse und sie als fettig zu bezeichnen, ist eine Frechheit. Nein, nein, das hier ist einfach eine Gemüsecreme. Na, köstlich, Xavier. Also, du findest sie grauenhaft? Ja, stark verkürzt gesagt, ja. Ja, jetzt pass mal auf. Einen Augenblick. Nee, warte mal, einen kleinen Augenblick. So, jetzt kannst du nochmal probieren. Bergele, Boika, was ist denn das? Eine Gaumenapokalypse. Ich koche hier seit 4 Uhr morgens. Weißt du, ich habe alles mit dieser Frucht gemacht, Bäcker. Ich habe sie gekocht, frittiert, mariniert, in Pasteten gebacken, als Schäumchen zubereitet, für Sorbet geeist. Jede verdammte Scheißzubereitung, die man sich vorstellen kann. Alles sinnlos. Geschmacklich bestenfalls eine Nullnummer. Man muss sie nämlich bräunen. Das habe ich rausgefunden. Unter dem Salamander oder auf dem Grill. Erst dann entfaltet sie ihr Aroma. Das hat vermutlich irgendwas mit den Röststoffen zu tun. Bäcker, du hast nur ein paar Krümel auf deiner Suppe gehabt, die du ja eigentlich grauenhaft fandest. Und dann hast du sie reingelöffelt, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Du, das Zeug ist Zauberei. Kann ich das Zeug mal sehen? Ja, sicher. Komm mit in die Küche. Hast du denn davon keine ganze? Nein, nur das, was bei Boudier rumlag. Wir brauchen einen Experten, der dein Früchtchen ganz genau untersucht. Ich weiß auch schon, wer der perfekte Mann dafür ist. Los, komm. Wir müssen ein ganzes Stück fahren. Moment mal. Sag mal, wo wollen wir denn hin? Nach Hohenheim bei Stuttgart. Max-Planck-Institut für Lebensmitteltechnologie. Dort arbeitet unser Mann, Klaus Scheuerle, Doktor der Chemie und der Biologie. Im Moment! Sag mal, ist denn der überhaupt vertrauenswürdig? Mensch, Becker. Das ist aber schön, dass ich dich mal wieder sehe. Grüß Gottle. Wer ist denn das? Xavier Kiefer. Also Xavier. Super. Ich bin der Klaus. Hallo Klaus. Ja, wenn ihr der Sicherheitsdienst richtig verstanden habt, dann ist euch etwas zugeflogen, dass ich ein ausgebildeter Kapologe mal ärgern soll. Also ich. Mhm. Okay. Aha. Aber eure Frage... Was ist denn so aufregend an dieser gelblichen Frucht? Ich nehme mal an, ihr seid gerade scharf drauf, dass die Frucht nach euch benannt wird. Magnifera, Kiffera oder so. Also was ist denn da so toll dran? Sie schmeckt gut. Okay, aber... Klaus, Moment. Ich bin Koch. Ja, und man könnte sagen, dass ich so ziemlich alles probiert habe, was ein an gutem Essen interessierter Mensch in seinem Leben kosten sollte. Aber das war alles überhaupt nichts gegen dieses Zeug. Diese Frucht macht jedes Mal zu einem Festessen. Und sie schmeckt jedes Mal anders. Sie akzentuiert, verfeinert und verbessert. Ich habe sie für Braten, Suppen und Eintöpfe verwendet und es war jedes Mal eine Offenbarung, sogar bei schnöden Bratkartoffeln. Es stimmt. Ich habe sie selbst probiert. Klaus, eine Geschmacksexplosion. Na, ihr zwei, ihr seid ja spitze, findet dieses mysteriöse Zeug, das ich jetzt erstmal umgehend von meinem Kollegen analysieren lassen werde. Mit aller gebotener Vorsicht, versteht sie. Na, wer weiß, ob es giftig ist. Oder womöglich irgendwie psychoaktiv, gell? Aha. Ja, ihr habt euch keinen Kopf gemacht, habt das einfach neidzogen wie die Erstsemester, ne? Das nenne ich Rock'n'Roll. Ja, ich kann nichts versprechen, aber die Sache klingt verdammt interessant. Darum werde ich alle Register ziehen. Trotzdem, der, die mir an eurer Stelle keine allzu große Hoffnung war, ne? Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe, Klaus. Klaus, und ich will natürlich nicht unverschämt wirken, aber... Wenn es Ergebnisse gibt... Ja, das wäre meine Frage, ja. Morgen ist die Sortebestimmung fertig. Wobei das Ergebnis zu 99% unbekannte Frucht sein wird. Ja, da kommen die richtigen Tests. Ja, in
In 3 Wochen wissen wir mehr. 3 Wochen? 3 Wochen. Ja, sorry, aber schneller geht's nicht. Sonst fällt's auf. Ich habe hier zwar eine gewisse Narrenfreiheit, aber ich kann nicht das gesamte Karpologische Institut zur Erforschung eurer Mango vom Mars abstellen, hä? Der alte Obstsammler ist Feuer und Flamme. Findest du? Ich bin mir nicht sicher, ob ich 3 Wochen warten möchte, Pekka. Gargele Polka, was willst du denn noch alles tun? Es gibt noch eine weitere Informationsquelle, eine Möglichkeit, die ich schon viel früher hätte in Betracht ziehen sollen. Und die wäre? Ich muss mit Esteban sprechen. Wer ist Esteban? Leonardo Esteban, der Fernsehkoch. Mhm. Schon beim Gedanken an meinen ehemaligen Kollegen Leonardo Gutierrez Esteban bekomme ich für gewöhnlich schlechte Laune. Ah, setz dich. Komm, nimm dir eine Cuiba. Der Kaffee kommt immediatamente. Javier, amigo mio, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen. Dir geht es gut, ist claro. Du passt immer gut auf dich auf, ja? Aber ich sage dir, ich bin ganz kurz vor Nervenzusammenbruch. Gleich muss ich schon wieder zum Flughafen. Ich habe jetzt einen Charterjet, weißt du? So viele Menschen lieben mich und viele Menschen wollen etwas von mir. Boudier ist verschwunden, Leo. Boudier? Desaparecido? Ja. Ich habe doch im Mai noch mit ihm gesprochen, oder war es im Januar? Vielleicht macht er Urlaub. Nein, ich glaube, ihm ist etwas zugestoßen. Das Renard wurde abgefackelt, Leo Brandstiftung. Und Boudier gilt seitdem als vermisst. Madre Dios, ich muss zum Flughafen, und zwar immediatement. Du kommst mit, wir reden im Auto weiter. Komm. Zum Flughafen. In 15 Minuten sind wir dort, dann gebe ich dir 200 Euro. Wenn nicht, kriegst du in diesem Hotel nie wieder eine Fure, joder. Was ich meine, er war nicht nur körperlich in Lieber. Die Hypotheken erdrückten ihn, die Banken saßen ihm im Nacken. Entschuldige dir bitte. Sie? Also eigentlich ist es ein Nichtraucher-Taxi. Er kaufte einen Wunderbaum. Wo war ich? Sieche. War ziemlich muffig geworden, seine Küche. Er brauchte irgendwas mit ein bisschen Baumfaktor. Was ist denn das für ein Quatsch? Kein Quatsch. Falls es dir nicht aufgefallen sein sollte, Che Gordo. Esteban hat verdammt viel Erfolg, oder? Joder. Ich habe ihm das vorgeschlagen. Ich habe ihn mit diesem Keitel zusammengebracht, dem Food Scout. Nie gehört. Claro, du kennst ihn nicht. Er arbeitet nur mit A-Restaurantes und er ist sehr diskret. Keitel ist der Hombre, den man anruft, wenn man Zutaten braucht, die sonst keiner hat. Aber diese Zutaten, die sind doch sehr teuer, oder? Ja. Wie konnte sich Boudier denn sowas leisten, wenn er finanzielle Probleme hatte? Ja, konnte er nicht, eigentlich. Aber pass auf, die Sache läuft folgendermaßen. Keitel hat regelmäßig neuartige Zutaten und die gibt er mehreren Küchenchefs, umsonst. So findet er raus, was essbar ist und was gut ankommt. Und welche von seinen Sachen Schweinefutter sind. Ja? Gleichzeitig hat er einen Deal mit einem großen Nahrungsmittelproduzenten. Mit welchem? Was, hey? Weiß ich nicht. Ah, aber die testen seine, sagen wir, polynesischen Schnicke-Schnacke-Bohnen, überlegen sich, wie man das Zeug verkaufen kann, als Health Food oder was weiß ich. Aber wozu brauchen die dann Sterneköche wie Boudier? Ah, Che, du verstehst nichts von Publicity, Che. Wenn der Food-Konzern sieht, dass eine von Keitels Früchten vermarktbar ist, dann passiert Folgendes. Erst begeisterte Berichte in die Presse über dieses neue Trendfood, auf das immer mehr Sternköche abfahren. Das ist der Ritterschlag. Der Ritterschlag? Si. So adelt man das Produkt. Aha. Und dann, seguidamente, bringen sie in der Klatschpresse ein paar Sachen. Zum Beispiel, Madonna schwört auf diese Schnicke-Schnacke-Bohnen, weil sie jung halten, geil machen, was weiß ich, sowas in der Richtung. Und kurz danach stehen sie in jedem Supermercado. 100 Gramm zu 17,99, das Päckchen, so funktioniert das. Wir sollten was drehen. Juntos, zusammen. Lass uns telefonieren. Sie? Das Taxameter zeigt 118 Euro an. Meine 200 kriege ich jetzt aber schon, oder? Wo sind wir denn hier eigentlich? Na, Frankfurt-Hahn. Oh, fahren Sie mich nach Luxemburg. Luxemburg? Okay. Zigarette? Aber... Wieso hast du mich nicht angerufen? Du warst bei Boudier und hast mir nichts gesagt. Vorhin war die Polizei noch mal bei uns im Büro, ja? Sie haben mir von dem Brand und von Boudiers Verschwinden erzählt und mich damit total überrumpelt. Sie haben auch nach dir gefragt. Hör zu, Xavier. Ich habe am Samstag einen Termin bei dir in der Nähe. Ich würde dich gern sehen. Wir könnten am Sonntag zusammen frühstücken. Grund. Ach, Xavier, du bist ein Dreamer. Du bist viel zu dicker, viel zu alt für das Modernchen. Wilhut.
Xavier. Guten Morgen. Guten Morgen, Valérie. Die französische Kriminalpolizei ist inzwischen sehr aufgeregt, Xavier. Klingt total irre, oder? Also, die drei Restaurants haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Sie liegen in verschiedenen Ecken Frankreichs. Aber die drei Brände haben fast zeitgleich stattgefunden. Und alle Lokale waren im Guide aufgeführt. Ich war inzwischen bei Boudier. Ich weiß. Was du noch nicht weißt, ist, dass ich in Boudiers Experimentalküche war. Ich erzähle ihr alles. Von meiner Flucht aus dem Fuchsbau, von dem Food Scout, von meinen Kochexperimenten mit der seltsamen Frucht. Hast du noch was davon? Sie lächelt. Dann könntest du mich zum Essen einladen. Hab ich. Und alles, wo die Frucht drin ist, schmeckt unfassbar gut. Scheuerle, der Chemiker, hat mir allerdings dringend davon abgeraten, nochmal davon zu essen, bis er mehr über die Zusammensetzung weiß. Aber mein Hülsen-Zivi ist doch ganz ohne derlei Schnickschnack sensationell. Angeber, dein was? Hasenpfeffer. Sehr lecker, vor allem mit Pilzen. Jetzt wird mir einiges klar, Xavier. Boudier hat das Zeug nicht nur in seiner Experimentalküche verwendet. Er hat es auch an seinen Gästen ausprobiert. Zumindest an einem. Woher weißt du das? Aus Ricards Aufzeichnungen bzw. von seinen E-Mails, die ich nach seinem Tod bekommen habe. Nach seinem Tod? Das verstehe ich nicht. 2 Tage nach Ricards Tod habe ich unsere EDV-Abteilung angewiesen, seinen Account auf meine Adresse umzuleiten. Und etwas später bekam ich dann dieses Transkript von Ricards Rechercheprotokoll. Wer hat dir das geschickt? Eine Firma namens Valedictum aus den USA. Ist im Prinzip eine elektronische Tippse. Du quatschst auf die Box, dann dauert es ein bisschen und irgendwann bekommst du deine Sprachnotizen als Textdatei per E-Mail. Hast du ein Handy dabei? Ja, klar, hier. Hör mal. Welcome to Valedictum. Please start dictating now. Hang up to send your file. Wer erstellt denn diese Transkripte? Ein Computer? Nee. Fleißige Typistinnen. Irgendwo in Indien, Vietnam, Polen. Kostet nur ein paar Centim. Und was stand da drin? Hier. Mittagessen Renard Noir, Chalon, nach Hinweisen auf gravierende Qualitätsverschlechterung, Stichprobe im Renard, Hauptgang und Vorspeise sensationell, Vorschlag an Ressortleiter gehört auf Watchlist für weiteren Stern, kann keinen Qualitätsverfall feststellen, im Gegenteil, Lammrücken von perfekter Konsistenz und unglaublichem Aroma, Suppe vom Wildhasen Geniestreich, Nachtrag Renard, übler Patzer mit Boudier gesprochen, wusste wer ich bin, leugnend zwecklos, wollte meine nächsten Stationen wissen, habe durchblicken lassen, dass ich Luxemburg abgrasen muss, hat mir daraufhin eine Visitenkarte aufgedrängt von einem Gasthof, den einer seiner Schüler betreibt. Geheimtipp. Also Boudier hat Agathon Ricard die Visitenkarte des de Seglis gegeben, die dann die Polizei in seinem Auto gefunden hat. Aber warum nur? Valérie schaut mich wieder lange aus ihren grünen Augen an. Ich weiß, dass du nichts damit zu tun hast. Aber die Polizei wird bestimmt nicht so leicht locker lassen. Und hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die Typen, die Ricard umgebracht haben, vielleicht auch bei dir vorbeischauen könnten? Apropos, ich muss erst um 18 Uhr in Paris sein. Ich kann uns ein Taxi rufen. Ja, Kiefer, hi. Schenk drei Sevon, ob die Knödler war nicht gelicht. Am nächsten Morgen bekomme ich Besuch. Ich bin gerade dabei, eine Lieferung Austern zu probieren, als ein dunkler BMW auf den Parkplatz fährt. Es ist Manderscheid. Ah. Moin, Kommissär. Moin. Na, gibt es Neuigkeiten im Fall Ricard? Das kann man so sagen. Man hat gestern Nachmittag die Leiche von Paul Boudier gefunden. Der genaue Todeszeitpunkt ist noch unklar, aber es muss schon einige Tage her sein. Gibt es Hinweise auf ein Verbrechen? Also ich meine, war es Mord? Monsieur Kiefer, Boudiers aufgeblähte Leiche dümpelt im Grand Étang du Roi. Sie schwamm dort. Mir wird übel. Weil jemand die mit Quarzsand gefüllten Plastikkanister nicht vernünftig an Boudiers Knöcheln befestigt hat. Mit halbem Ohr höre ich, wie Manderscheid zetert, dass ich ihn nicht über meine Recherchen informiert hätte.
dass er darüber... Dass ich darüber vom Franzos erfahren habe. Entschuldigung. Sind Sie während Ihrer Privatrecherche nicht irgendwann mal auf die Idee gekommen, uns Ihre Erkenntnisse mitzuteilen? Es ist nämlich gar nicht so einfach, an all diese... Ich muss Valérie anrufen und sie über Boudiers Tod informieren. Spätestens nach dem zweiten Mord wird die Presse durchdrehen. Ich bin es ihr schuldig, sie vorzuwarnen. Außerdem sind etwa 20 als Plat du Jour vorgesehene Bressapoularden zu dressieren und eine Farce aus Kalbfleisch, Speck, Birnen und Kerbel zuzubereiten. Ich muss versuchen, mich auf die Arbeit zu konzentrieren und nicht weiter über Boudiers Tod nachzudenken. Aber ich bin nicht bei der Sache und produziere statt einer Farce einen halbflüssigen Birnenfleischbrei, an dem höchstens ein Kleinkind Freude gehabt hätte. Pekka sitzt seit 2 Stunden in meinem Büro und recherchiert irgendwas. Bergele, Beuka, deine Frucht hat einen Namen. Sie heißt Solanum catvanum. Ein Schweizer hat sie entdeckt, Gero Wiss. Er arbeitet bei Hürtli, einem dieser multinationalen Nahrungsmittelkonzerne. Er hat Sortenschutz beantragt. Der Sortenschutz? Das ist eine Art Patent auf Pflanzen, oder? In der Praxis läuft es fast auf dasselbe hinaus. Hütli will das Zeug demnächst in Umlauf bringen, und zwar vermutlich in großem Stil. Aber was genau wollen Sie dann mit dem Zeug machen? Es an Restaurants verkaufen, oder was? Das ist ein Großkonzern. Die interessieren sich nur für Erlöse im Milliardenbereich. Aha. Ja, was heißt das? Vermutlich, dass sich der europäische Verbraucher demnächst auf ungeheuer schmackhafte Tiefkühlpizzen freuen kann, die unter Umständen langfristig interessante Nebenwirkungen haben. Aber wie ist sie dann in Boudiers Küche gelangt? Wenn Esteban keinen Unsinn erzählt hat, dann hat er sie von diesem Food-Scout, von Keitel, erhalten. Aber für wen arbeitet denn dieser Keitel? Für den Hürtli-Konzern? Oder für Wies oder für wen? Becker, wir müssen mehr über diesen Hürtli-Forscher Wies herausfinden. Viele Treffer fördert der Name hier nicht zutage. Aber das scheint interessant zu sein. Moment mal, Moment, ich komme. Ja komm, ich muss los. Eddie, bis später. Das weltweit größte Get-Together der internationalen Food-Design-Szene Genf. Gero Wies hält einen Vortrag zum Thema Food-Design in der öffentlichen Wahn. Hoppla. Fantazzo. Die Jahrhundertköche Leonardo Esteban und Alois Hambichler verwöhnen sie mit fantasievoller Showküche der Extraklasse. Okay. Der Abend ist mild, ideal, um in meiner Laube am Flusslauf zu sitzen, Weißwein zu trinken und zu entspannen. Und morgen ab nach Genf. Gilbert, on peut te demander ce que tu fous là? J'avais faim, hein? Non, mais t'as rien d'autre à foutre que de traîner dans la cuisine là? Obénis Kainer, hein? Vite, oh, ça te verrait bon, Nijda. C'est pas possible, t'as regardé derrière moi? T'as regardé s'il y avait une sortie derrière dans le jardin? Non, j'en sais rien. Du boulard de Ismoran, magnifique, hein? Putain, merde, il est là, il est là! Leibstein! Stop it! Und die Kasten! Scheiße, 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 scheiße! Na, ich muss wohl eingeschlafen sein. 2 der 3 Weinflaschen waren leer, mir war kalt. Und da fiel mir wieder die Poularde ein, die seit Stunden in der Röhre vor sich hinschmorte. Und gerade als ich die Klinke der Hintertür hinunter und meine Zähne in das weiße Fleisch drücken wollte, na, da hörte ich sie reden. Die Poularde? Nein, die Franzosen. Danke für die trockenen Klamotten, Pekka, aber ich brauche jetzt noch einen Obstler. Ja, gerne. Und du sagst, das waren die gleichen Typen, die dir schon in Frankreich nachgestiegen sind, richtig? In Frankreich sind sie ja eigentlich nicht mir nachgestiegen, sondern Boudier.
Außerdem habe ich sie damals gar nicht gesehen, aber die Stimmen habe ich heute genau wiedererkannt. Mhm. Da bin ich mir vollkommen sicher. Mhm. Als der Erste lossprintete, da sah das aus, als habe man ihn aus einem Katapult abgefeuert. Oh. Ja. Und dann hebt er plötzlich ab. Mir war natürlich sofort klar, was passiert war. Ich habe nämlich vor kurzem Heringe in den Boden gerammt und sie mit dünnen Metalldrähten verbunden, um die unterschiedlichen Beete auseinanderzuhalten, verstehst du? Da knallte der arme Kerl mit dem Kopf an einen der stählernen Vierkantpfeiler, die das Dach der Gartenlaube tragen. Es war ein ziemlich hässliches Geräusch. Das hat mich so ein bisschen an das Knirschen einer Hummerschere erinnert. Weißt du, wenn sie so aufgeknackt werden? Weißt du, was ich meine? Pfui Teufel. Ja, und dann springe ich in den Fluss. Und hinter der Münsterbrücke komme ich wieder auf trockenes Gelände und plötzlich sitze ich am vermutlich hellsten Ort in der ganzen Stadt. Vor mir die Abtei, hinter mir der Bockfelsen und das Ganze mit Flutlicht illuminiert. Na, wunderschön. Ja, toll. Und dank dieser Beleuchtung hat der zweite Killer mich auch schon entdeckt. O Kasemat, denke ich. Und da schießt er auf mich. Na, trink, mein Freund. Und dann rufen wir Kommissar Manderscheid an. Aber ich habe nichts in der Hand, was ich Manderscheid präsentieren könnte, weißt du? Die Sache mit dem Fuchsbock kann ich auch nicht beweisen. Und was hast du stattdessen vor? Och, jetzt warte ich erstmal hier, bis es hell wird, wenn dir das nichts ausmacht. Und dann würde ich mein Haus in Augenschein nehmen. Und wenn da irgendwo ein toter Fremdenlegionär im Garten liegt, ja, kann ich ja dann immer noch die Polizei anrufen, ne? Gibis. Wie ich vermutet habe, keine Spur von verunglückten Franzosen. Jemand hat sich sogar die Mühe gemacht, die herausgerissenen Heringe wieder in den Boden zu stecken. Nichts zu sehen, was irgendwas beweisen würde. Fährst du mich gleich ins Restaurant? Ich muss nur noch kurz packen, ich verreise nämlich. Bestimmt nur zur Erholung und ganz ohne Hintergedanken, was? Du verdammter moselfränkischer Dickschädel, darf ich erfahren, wohin die Reise geht? Nach Genf. Mein Problem. Wieso mein Problem? Bleib dran. Bienvenido, Javier. Fantastico, dass du angerufen hast, Che. Also, knapp 800 Leute. Menüfrage mit 5 Gängen. Nur ist kompliziert. Es gibt eine Amuse-Gueule, dann wahlweise gebeizten Lachs oder Austern als Hors d'oeuvre, danach Genfer Brotsuppe fürs Lokalkolorit und dann eines meiner Signature-T-Shirts. Sticks mit einer Szechuan-Pfeffersauce und Hummerschwanz. Danach Birnenkuchen Fasson Tatin mit Sabayonenockeln und zum Schluss Chariot de Fromage. Klingt beherrschbar. Ja, ja. Alles muss 3 Decks hoch. Wenn das Zeugs halbwegs warm auf den Tisch kommen soll, müssen wir sehr, sehr rapido sein. Wie teilen wir uns auf? Ich werde die ganze Zeit durch die Küchen laufen, Hambichler soll die Logistik machen. Ja, Pass, Kellner, Gänge annoncieren. Hier kommst du ins Spiel, Diego. Ja? Das Problem ist Hambichler. Der steht kurz vor dem Exitus. Ja, was hat er denn? Ja, das kolumbianische Marschierpulver, Che. Entschuldige mich, ja. Paolo! Du schuldest mir 800 Main fucking Lobster! Wenn du nicht tust, hast alle Restaurants in 1000 Kilometer Umkreis erfahren, was für ein Imposter du bist, dann bring mir Hummer! Ich will Hummer! Ich bekomme Hummer! Ansonsten werden meine Anwälte nicht viel tacken. Das sind nicht solche netten Zikos wie ich. Um 15 Uhr mit den geeisten Kisten am Quai Mont Blanc. Sonst komme ich höchstpersönlich vorbei. Im hinteren Teil der Küche erspähe ich Hambichler. Wie eine gramgebeugte Großmutter tapst er durch die Küche. Sein wächserner Teint erinnert mich an den eines ungebratenen Spanferkels. Hambichler? Xavier Kiefer, ich nehme an, Leo hat Sie bereits vorgewarnt? Ja, freilich. Ja, noch Hulf kommt gerade recht. So ein großes Essen mit so viel Ausrufspersonal, nur dazu auf dem Schiff, das wird nicht leicht. Wo kochen Sie sonst? Im Deux-Églises in Luxemburg. Ja, da schau her, hab ich noch nie gehört. Ein kleiner Gasthof, keine Sterne. Wir versuchen lediglich die regionale moselfränkische Küche lebendig zu halten. Ach, ist auch nicht der Rede wert. Mein lieber Kiefer, machen Sie einen nicht so klar. Esteban ist ein echter Fan von Jana. Ach, ist er? Freilich.
Und ich sag immer, eine gescheite Regionalküche, das ist die wahre Kunst. Glauben Sie mir das, ich würde auch lieber wieder in Bayern Spezialitäten kochen. In Waging am See, ja. Ein gescheites Kronfleisch mit Quickste, Bauchstechern mit Kraut. Aber da hilft nichts. Die Laufwege sind problematisch, sagt Leo. Sind's? Das ist die Kellner Route doch bestimmt schon mal abgelaufen, Herr Hambichler. Ehrlich gesagt, ich bin es noch nicht abgelaufen. Es war einfach zu viel los. Es wäre zu passen. Jesus Maria, Josebet. Ich kümmere mich darum. Ja. Verehrte Damen und Herren, im Namen des Europäischen Verbands für Lebensmitteltechnik heiße ich Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen Gala-Diner willkommen. Ich habe heute die Ehre, das Mikrofon an einen Mann zu übergeben, der wie kein anderer in den vergangenen Jahren die moderne Kulinologie geprägt hat, die hohe Kunst technologischen Fortschritt mit kulinarischer Finesse zu verbinden. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Gero Wies von der Huetli AG. Danke, Berlin. Vielen Dank. Sehr verehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, hier sprechen zu dürfen. Und es ist mir, wenn ich das hinzufügen darf, auch ein großes persönliches Anliegen. Denn unsere Branche, diese wichtige Branche, die Milliarden von Menschen jeden Tag mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln versorgt, die ihnen ein längeres Leben und Gesundheit beschert, in einem Ausmaß, das in der menschlichen Zivilisationsgeschichte beispiellos ist, diese Branche ist seit einiger Zeit Gegenstand einer Hexenjagd, die ebenfalls ohne Präzedenz scheint. Wies nickt mir zu. Kann das sein? Hat er mich erkannt? Woher denn? Das sind die Nerven. Wo sind die Kellner? Die Vorhut hätte bereits mit den ersten Tabletts voller Steaks und Hummer hier versammelt sein müssen. An den bestmöglichen Produkten interessiert, oder? Jo. Sie? Hier Xavier, wir brauchen den Hauptgang. Jetzt schon. Haben wir sollte das Stadtzeichen geben. Oben ist aber niemand und die Rede ist gleich zu Ende. Hijo de puta! Guten Abend, ich suche einen unserer Köche. Haben Sie... Der Mann, dem ich gerade auf die breite Schulter getippt habe, dreht sich um. Es dauert nur einen winzigen Moment, bis wir einander erkennen. Der Legionär. Du. Panik. Ich renne den schmalen Gang entlang, bis ich vor mir einen Schott sehe, reiße den Hebel des Schotts nach unten, der bewegt sich einige Zentimeter, dann blockiert er und der Franzose ist schon über mir. Das Letzte, was ich registriere, ist... Pochende Schmerzen wecken mich. Meine linke Gesichtshälfte glüht und es dauert einen Moment, bis ich weiß, wo oben und wo unten ist. Mir ist übel. Und ich bin sicher, dass dies meine letzten Minuten sind. Der Legionär hat mich in seiner Gewalt. Er wird mir ein Gewicht an die Füße binden und sich meiner im Genfer See entledigen. Was? Maul halten. Mitkommen. Mein lieber Kiefer, willkommen. Mir war klar, dass wir uns irgendwann über den Weg laufen würden. Ja, aber nehmen Sie doch Platz. Das ist alles sehr misslich. Sie haben meine Pläne ziemlich durcheinander gebracht, lieber Kiefer. Und alles letztlich nur wegen dieses bedauerlichen Unfalls. Mord scheint mir die korrektere Umschreibung zu sein. Niemand sollte zu Tode kommen. Das war nicht der Plan. Wer konnte denn ahnen, dass Monsieur Ricard beim Betreten des Renoir Noir erkannt wird und dass Boudier dann auf die, wie ich sagen möchte, höchst törichte Idee kommt, diesem Gabin-Kritiker ein Gericht mit unserer Frucht vorzusetzen? Ach, und ich dachte, Sie hätten den Köchen das Zeug gerade deshalb gegeben. Ah, nein, nein, so war es in diesem Fall nicht gedacht, aber grundsätzlich haben Sie recht. Ja, 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 ich weiß. Sie geben den Köchen Geld, damit die dann ihre Produkte in die Kamera halten und ganz begeistert. So in der Art. Aber dann hat Herr Keitel in Papua-Neuguinea Solanum catvanum entdeckt.
Catvanum wird die industrielle Lebensmittelproduktion völlig revolutionieren. Der Legionär bringt ein Tablett. Zwischen den beiden Kaffeetassen liegt mein Mobiltelefon. Da gibt es noch eine kleine Formalität zu erledigen, bevor wir fortfahren. Seien Sie doch bitte so freundlich und rufen Sie in Ihrem Restaurant an. Sagen Sie, Sie hätten einen äußerst wichtigen Termin, einen familiären Notfall vielleicht. Und dass Sie in den kommenden Tagen nicht erreichbar sein werden. Warum sollte ich Ihnen diesen Gefallen tun? Sie haben es selber in der Hand, Kiefer. Ich persönlich halte nichts von unnötiger Gewalt, aber wenn Sie sich unkooperativ verhalten, dann übergebe ich Sie Gilbert. Und der ist, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ein äußerst grober Mensch. Claudine de Xavier, ich bin ein Dödes von der Familie, ich muss sie dich fort. Ich bin nämlich leichter Rechbar, solange bist du dann der Chef. Was haben Sie da gesagt? Ich habe gesagt, Claudine, hier ist Xavier, ich habe einen Todesfall in der Familie, ich muss ein paar Tage. Okay, sehr gut. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Ja, richtig. Mir war schnell klar, dass Hürtli diese Frucht in großem Stil selbst anbauen, weiterverarbeiten und als generischen Aromaverstärker einsetzen muss. Und so stellten wir bereits vor 2 Jahren die Catvanum-Lieferungen an unsere Partnerrestaurants ein und wiesen diese an, ihre restlichen Lagerbestände umgehend zu vernichten. Aber da haben wir die Rechnung wohl ohne den Wirt gemacht, wie man so schön sagt. Die Köche haben ihre Anweisung ignoriert, was? Boudier zumindest ja. Und als dann Ricard auftauchte, da hat er wohl seine Chance gesehen, einen der einflussreichsten Gastrokritiker Frankreichs zu beeindrucken. Was dann auch funktioniert hat, Agathon Ricard war begeistert. Wir waren gezwungen zu handeln, um unser Investment zu schützen. Sie waren gezwungen, mehrere Menschen zu ermorden und 3 Restaurants anzuzünden wegen einer verdammten Frucht? Vielleicht hätten wir das Ganze anders lösen können, wenn Boudier kooperativer gewesen wäre. Als die Sache erst einmal ins Rollen gekommen war, da mussten wir auch die anderen Restaurants, die wir seinerzeit beliefert hatten, neutralisieren, zur Sicherheit. Im Fall Ricards mussten wir sehr schnell handeln. Sie haben ihn mit meinem Essen vergiftet. Keine Sorge, Ihre Ehre als Koch ist völlig intakt. Wir haben Ricard bereits in seinem Hotel Hyoskiamin in seine Wasserflasche gemischt. Hyoskiamin, was? Hyoskiamin, das ist ein Nervengift, das sehr langsam wirkt und so gut wie nicht nachzuweisen ist. Ricard war praktisch schon tot, als er bei Ihnen zum Essen eintraf. Aber jetzt lassen wir diese unerfreulichen Geschichten, schauen wir nach vorne. Der gesamte Nahrungsmittelmarkt wird demnächst auf den Kopf gestellt. Alles wird knapp. Nur mit Catvanum können wir das verhindern. Ach, das ist doch alles Unsinn, Wies. Dafür experimentieren seit Jahren mit Dingen, die sich problemlos in großen Mengen züchten lassen, die aber niemand essen will. Insekten zum Beispiel oder Pilzkulturen. Wenn diese Produkte demnächst unglaublich lecker schmecken, wird man sie uns aus den Händen reißen. Moment mal. Es gibt aber Hinweise darauf, dass Ihr Superaroma gefährlich ist, dass es das Gehirn angreift. Das hat Ihnen Klaus Scheuerle erzählt, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Oh, er hat mich angerufen. Erst dank Scheuerle sind wir Ihnen doch auf die Spur gekommen. Lektarimera, wieso hat er das getan? Er wird der neue Chef unserer Forschungsabteilung. Wies, ich kann nicht glauben, dass Sie Millionen von Menschen diesen gesundheitlichen Risiken aussetzen wollen. Kleine Dosierungen werden bei den allermeisten keinen nachweislichen, keinen messbaren Schaden verursachen. Wie sich die Neurotransmitter in einem Überdosis-Szenario auf den menschlichen Verstand auswirken, dazu habe ich leider noch keine Daten, noch nicht. Aber vor Ihrem leider unvermeidlichen Hinschied werden Sie mir helfen, dieser interessanten Frage nachzugehen. Steh auf. Der Legionär bedeutet mir mit gezogener Pistole, Wies in die Küche zu folgen. Ich komme nur noch selten dazu, selber etwas zu kochen, mein lieber Kiefer. Aber dies ist schließlich ein besonderer Anlass. Probieren Sie zunächst das hier. Dies ist ein Lardo di Arnat und daneben haben wir eine Mozzetta vom Hirsch und von der Gemse gepökelt und in Bergkräuter eingelegt. Mundet es Ihnen, lieber Kiefer? Ich weiß noch nicht genau, was Sie mit dieser Show bezwecken wies, aber der Schinken ist vorzüglich. In der Tat. Ich verspreche Ihnen jedoch, dass diese Mozzetta nichts ist im Vergleich zu dieser Spezialität. Tiefkühlpizza? Jetzt lassen Sie mich mal raten. Da ist überhaupt kein Lardo drin, geschweige denn irgendein anderer Speck, sondern nur aromatisiertes Formfleisch, das aus Schlachtabfällen und Geliermasse besteht und Ihr widerlicher Kadaverkäse. Ja, im Prinzip haben Sie recht. Bei dieser hier ist es uns jedoch gelungen, auch auf Olivenöl, Kräuter und Roggenmehl zu verzichten.
Statt des Getreides haben wir zum Beispiel pulverisierte Eiweiße aus einer Pilzkultur verwendet, die wir auf einer Mischung aus Holzspänen und Fischabfällen züchten. Na, ich gratuliere. Gegen Ihren Sarkasmus bin ich unempfindlich, Kiefer. Diese Pizza ist ein Meisterwerk der Kulinologie. Probieren Sie. Nee, lieber nicht. Ah, aber ich bestehe darauf. Der Legionär greift nach seiner Magnum und ich schiebe mir ein Stück Pizza in den Mund. Und kurz darauf treffen mich die perfekt aufeinander abgestimmten Aromen von Käse und Speck mit unbeschreiblicher Wucht. Wie viel Katmanum ist in dieser Pizza? Ungefähr das Fünffache der Menge, die in der Normalverbraucherversion steckt. Je Gramm Nahrungsmittel ist das übrigens die höchste Dosis, die wir menschlichen Probanden überhaupt jemals verabreicht haben. Sie wollen mich umbringen, was? Ja, aber nicht mit Pizza. Es gibt keine letale Dosis, oder zumindest wäre diese absurd hoch. Aber die psychische Wirkung, die Folgen für den menschlichen Geist, wer kann die schon voraussehen? Gang folgt auf Gang, köstlich, rauschhaft, unvorstellbar. Der Raum, die Zeit, alles ist Geschmack. Ja. Alles ist pure Lust. Probieren Sie das ein mal. Ein kleiner kobaltblauer Teller mit einer gestürzten Mandelsulz wird ins Blickfeld gerückt. Die Hand führt den Löffel über den Teller, um ein Stückchen Blancmanger aufzunehmen. Es kracht in der Ferne, gewaltig wie dickes Holz, das plötzlich bürst. Von irgendwo Schritte, Schreie, überaus störend. Warum lassen Sie einen nicht in Ruhe sein Dessert genießen? Die Oberfläche schimmert so verheißungsvoll golden, ein betörender Duft von Vanille und Mandelmilch. Solch anbetungsvolles Essen verlangt nach totaler Hingabe, gebietet dem Speisenden höchste Konzentration. Bitte, was soll denn der Lärm? Die eben noch milchgoldene Sulz bedeckt mit großen roten Klecksen. Was ist das denn? Sauce framboise. Himbeersoße, das passt doch überhaupt nicht, das ist doch viel zu kräftig. Die wird das feine Mandelaroma erschlagen, das ist aber schade jetzt. Das ist aber jetzt wirklich schade. Das ist schade. Das ist jetzt wirklich schade. Schade ist das schade. Schade. Guten Morgen, Xavier. Wie geht's dir? Oh, wie nach einer durchzechten Nacht. Kann mich nie an alles erinnern. Du warst im Chalet von diesem wahnsinnigen Gerovis. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der andere ist tot. Wie hast du das eigentlich hingekriegt? Das mit der Aufnahme, meine ich. Erinnerst du dich, wie wir am Knödler frühstücken waren und du mir gezeigt hast, wie Ricards digitaler Aufnahmedienst funktioniert? Du hast dafür mein Handy verwendet, deshalb war die Nummer noch in der Anrufliste gespeichert. Wies hat mich gezwungen, im Restaurant anzurufen und da habe ich die Valediktum-Nummer angewählt. Ich wusste ja, dass dann alles, was wir sagen, aufgezeichnet würde. Naja, dein Steinzeit-Handy muss fast leer gewesen sein und hat nur einen Bruchteil des Gesprächs mit Wies aufgezeichnet. Oh, so ein Mist. Vermutlich dein Glück. Denn als das Telefon den Geist aufgab und die Verbindung abriss, wurde euer Gespräch umgehend von Valediktum bearbeitet. Gegen Mittag bekam ich dann dieses seltsame Transkript geschickt. Mir war sofort klar, dass du in Schwierigkeiten steckst. Und dann? Die Ermittler haben binnen Minuten herausgefunden, wo dein Telefon zuletzt ins Netz eingeloggt war und dass Wies dort ein Chalet besitzt. Sie haben das Haus gestürmt und dich dann nach Lyon in das nächstgelegene Universitätsklinikum gebracht. Du, Valérie, du hast mir das Leben gerettet. Purer Egoismus. Du schuldest mir schließlich noch das Hasenzibi. Nein, Hasenzibi. Genau. Teufelsfrucht. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tom Hillenbrand. Mit Steve Carrier als Xavier Kiefer, Dieter Fischer als Pekka Vatanen, Linda Olsanski als Valérie Gabin, Stefan Witschi als Gero Wies und Mohamed Ajour, Karim Sherif, Martin Engler, Toni de Maier, Jack Rath, Julie Schröll, Nadja Schulz-Berlinghoff, Max Thomas, Thilo Werner und Hans-Jochen Wagner. Musik: Matthias Trippner. Ton: Jean-Boris Schimczak.
Regieassistenz Christoph Richter. Bearbeitung und Regie Martin Engler. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013.